So, wir spielen mal wieder eine kleine Runde PUBG. Und wir schauen mal, was haben wir heute zu erledigen. Autofahren, Schrotflintenkills, Chicken Dinner, Top 20, Emotes. Kann ich die Emotes jetzt schon machen? Das wäre doch eigentlich ideal, da muss ich ja nicht. Da kann man, ich kann doch jetzt bestimmt schon diese Emotes raushauen. Muss ich ja nicht die ganze Zeit jetzt da hier. Aber nochmal. Muss ja nicht hier meine Zeit im Game damit verschwenden hier mit diesen Emotes. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich markiere mir die Flugbahn immer, damit ich besser abschätzen kann, wo Gegner zu erwarten sind. Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich habe übrigens ein Video gemacht mit allen möglichen PUBG-Tipps. An der Stelle nochmal danke an die fleißigen Kommentarschreiber. Denn nur so kann ich auch mitkriegen, was ihr eigentlich sehen wollt. Genau. Und das Video werde ich auch jetzt hochladen. Wahrscheinlich ist es schon online, bevor ihr das überhaupt seht. Okay. Pochinki, ah, it is Pochinki. Ich habe jetzt sogar E-Sport-Kommentatoren Pochinki sagen hören. Also glaube ich, dass Pochinki stimmt. Also wir brauchen eine SMG, ne? Ohne eine SMG können wir das mit den SMG-Kills nicht machen. Schrotflinte oder SMG? Mal weiß ich ja nicht in die Kirche, aber heute machen wir eine Ausnahme. Okay, da ist meine SMG. Passt. Subi. Swap für die Vektor. Und. Ach, das ist doch gut. Das ist doch gut. Und die ACE, die nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen alles mit. Hier ein. Wieder mal. Der hatte schon ein Dings dabei. Habt ihr das gesehen? Der hatte schon. Ist der? Der ist da. Ich höre. Den haben wir auch. Hat er auch noch einen Energy Drink dabei? Und da jetzt noch mehr von den Typen? Warte mal, wie viele von diesen SMG-Kills braucht man überhaupt? Und SMG Damage. Das ist sofort schon erledigt. Das haben wir schon. Das ist erfreulich. Dann kann ich nämlich jetzt die AUG nehmen. Die ich persönlich der Vektor deutlich bevorzuge. Damit kann man nämlich auch auf größere Entfernungen ein bisschen Rabatz veranstalten. So. Alles klar. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen 556 Munition und dann machen wir uns mal dran, diese ganzen Umpa-Lumpas da draußen zu verprügeln. Die Mini ist geil, hat die höchste Mindestgeschwindigkeit. Die nehmt ihr. Nehmt immer die Mini. Die ist besser als die Mark 12. Ist, glaube ich, eine der besten DMRs in dem Game. Warum ist die Mündungsgeschwindigkeit wichtig? Warte kurz. 1, 2, 3. Ich
kann nur sagen, ihr braucht gute Headphones. Das ist das. Die Typen, ey. So. Das ist jetzt kein Black Magic oder so oder Wallhack. Nein, das ist einfach, ich höre die Typen. Gut, wir machen mal weiter hier. Vor allen Dingen, wenn die rennen, sind die halt laut. Wenn sie... Wenn sie so schleichen, dann nicht. Aber wenn sie rennen, hört man die echt super einfach. Wenn sie rennen, hört man sie super einfach. Da. Oh, die Pfanne ist auch immer wert mitzunehmen. Warum? Weil die 100% des Schadens absorbiert. Das ist crazy. Die Pfanne hat... durch die Pfanne schießt nichts durch. Die Pfanne ist einfach unzerstörbar. Also Pfanne ist... Level 4 Armor. Deswegen, wenn ihr die euch umschnallt und ihr kriegt einen Schuss in den Hintern und ihr habt die Pfanne an, dann macht er keinen Schaden. Das, ihr lacht, das ist mir schon öfter passiert. Stell dir mal vor, ihr kriegt einen ABM-Schuss in den Hintern und ihr habt die Pfanne und die ABM schießt in die Pfanne, dann habt ihr euch irgendwie 100 Damage gespart, ne? Oder wie viel auch immer die ABM macht. Also das Ding ist mächtig. Deswegen rennt auch jeder mit der Pfanne rum. Ich habe sogar einen schönen Skin, ne? Da habe ich sogar so ein Zielkreuz draufgemalt auf die Pfanne. Um einfach noch ein bisschen zu highlighten, dass man da drauf schießen soll. Weil dann kriege ich nämlich keinen Schaden. Das ist ein Inside-Joke sozusagen. Okay. Wir gehen weiter. Komisch, keine Gegner da. Ich traue dem Frieden nicht. Auf Häuser zulaufen ist immer gefährlich. Wenn da so ein Umpa-Lumpa aus dem Fenster rausguckt, dann. Macht ihr euch platt. Alles klar. Nee, war okay. Ich glaube, ich unterschätze auch immer ein bisschen meine eigene Lautstärke bei dem Game. Wenn natürlich einer da hinter der Tür campt, dann hast du gelitten. So, wir haben auch noch eine andere Task, ne? Wir müssen Stun Grenades werfen. Auch ganz komische Tageschallenge. Noch 58 am Leben. Scope ist best. Best Scope. Schau doch ruhig nochmal mein Einstellungsvideo an. Da habe ich auch jetzt zeige ich euch auch, wie man die Sensitivität so einstellt, dass man mit den unterschiedlichen Scope unterschiedliche Sensitivitäten hat. Also da drüben ist einer, wir nehmen mal das 8-Fach-Scope hier, das ist doch besser, oder? Können wir doch viel besser Headshots machen. Das müssen wir uns beeilen. Nicht, dass der andere uns den wegschnappt. Habt ihr das gesehen? Der hatte schon ein paar Schüsse abbekommen. Von einem Duderino, der hier irgendwo war. Der muss hinter dem Haus hier sein. Komm jetzt nicht hin. Lasst euch nicht in eine Falle locken. Lasst euch nicht. Aber wir wissen jetzt, dass rechts von uns einer ist, ne? Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, dass der andere Typ auf einen geballert hat. Der muss hier irgendwo sein. Geht immer auf den Berg. Es ist viel einfacher, von oben nach unten zu kämpfen, als von unten nach oben. High Ground, ganz wichtig. Ganz wichtig, High Ground.
Geht auf den Berg. Nicht umsonst fahren in Deutschland immer alle in die Alpen. Auf dem Berg ist es einfach friedlich und sicher. So. Genug geflaxt hier. Wo sind sie denn, unsere Dudes? Was man jetzt noch machen kann, ist, wenn ihr zu schlecht seid im Spotten, kauft euch hier dieses kleine Cheat-Utensil hier. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? So lustig, da ist ein Auto vorbeigeflogen. Den da hinten hätte ich zum Beispiel niemals gesehen. Ohne mein Spotterscope. Da sind zwei. Seht ihr das? Also Spotterscope ist schon geil. Er ist jetzt hinterm Haus, alles klar. Leider. Macht das im minimalen Zoom. Dann habt ihr ein größeres Sichtfeld und könnt mehr mit einem Schlag abscannen. Da ist einer, seht ihr das? Boah, die fliegt eine halbe Stunde, das ist der Wahnsinn. Der ist immer noch da hinten. Markiert euch dann die Position, wo der Typ war. Und wenn ihr die markiert habt, dann findet ihr das sofort wieder. Müsst ihr nicht mehr ewig rumsuchen. Insbesondere, wenn ihr ganz viele Bäume habt vor euch und ihr vergisst dann, welcher Baum der Typ, hinter welchem Baum der Typ war. Okay, schade. Getroffen. 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 Nicht getroffen. Nicht getroffen. Kommen wir mal raus, ne? Das gibt's doch nicht. Das ist Wahnsinn. Die Kugel fliegt halt da ewig. Das ist halt ein 8-fach-Scope, ne? Dementsprechend unterschätzt man die Flugdauer der Kugel drastisch. Oh mein Gott. Also der kann halt eine halbe Stunde hat er Zeit, um wegzulaufen. Getroffen. Hammer. Wir haben auch noch mal eine reingebraten hier. Ach, endlich. Das halbe Magazin leer geschossen hier. Und einen kompletten Munitionsvorrat auf die zwei. Aber das war, glaube ich, recht weit. Dann muss ich nachher nochmal nachschauen, wie weit das tatsächlich war. Aber das war weit. Sind ja überall noch Dudes. Ja. Das ist klarer Fall von Body Mac Botface. Übrigens der wahrscheinlich auch. Das ist geil. Bein, Bein. Bein. Schießt einer auf uns, trifft aber nicht. Boah, diese Distanzen, ey. Aber jetzt werden die Distanzen kleiner. Wer will da auf die Glocke hier? Der Dude. Der will auf die Glocke, da war noch einer. Links. Hier müsste einer gleich kommen. Uiuiui, jetzt haben wir aber viel Kundschaft hier. Der schießt doch durch. Das ist wieder sowas Lustiges. Die Bots können halt durch die Bäume sehen unter Umständen. Und dann wundert er euch. Wer von den Doldis da die ganze Zeit auf euch schießt. Die sind halt weit weg, ne? Komm mal, wo ist der? Das gibt's doch nicht. Ich seh den nicht. Egal. Wir laufen weiter, wir können uns jetzt nicht ewig mit den Typen beschäftigen, wir müssen irgendwie tun. Noch 16 im Leben. Die Zone wird jetzt wahrscheinlich hier gleich richtig zuschlagen. Und ich habe halt echt nicht viel Munition. Energiegetränk rein. Das war nah. Das war nah.
Ich hoffe, dass der 5,56 mm Munition dabei hat, der Dude. Ich hoffe es inständig, weil ich brauche welche. Sehr gut. Dank dir. So kommt er übrigens an Munition ran. Noch 14 am Leben. Nochmal Energiegetränk rein. Wie geht's? Bergauf. Der Berg ruft. Die Mini ist so top. Ich habe ja gesagt, ne, schnellste Mündungsgeschwindigkeit. Also, es gibt, glaube ich, keine Waffe im Game, bei der die Kugel schneller fliegt als bei der Mini. Und trotzdem hast du auf solche Entfernungen schon echt nur noch wenig Chancen. Und ihr habt auch gesehen, ne, dadurch, dass der Damage Drop recht hoch ist, müsst ihr auf diese großen Entfernungen ewig auf die Typen ballern. Weil einfach der Schaden von der Kugel stark abfällt. Über die größere Distanz. Und bei einem 8-fach Scope ist das, was das unterschätzt man massiv. So, ihr wisst, wir müssen eine Flashbang werfen. Also machen wir das jetzt. Echt? Ich dachte nicht, dass ich da geblendet werde. Wenn die im Inneren vom Haus explodiert. Und da war sie doch eigentlich, oder? Die war doch im Inneren vom Haus. Egal. Die Panzerfaust wäre geil. Die Panzerfaust wäre jetzt was Feines, aber die brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht. Also weiter geht's. Weiter geht's. Scannen wir mal hier. Spotter Scope ist echt unter Umständen mächtig. Über diese ganzen Spotter Gimmicks lenken auch ein bisschen ab. Also ich bin schon öfters, als ich da mit der Drohne zum Beispiel am Umeinander schaffen war, von einem gekillt worden. Weil ich halt mit meinem Tablet beschäftigt war. Das ist dann immer nervig, wenn sowas passiert. Aber ich glaube, das bringt viel im Late Game, also in den letzten paar Phasen, Zonen, wenn die Typen alle mit Ghillie-Suit irgendwo rumliegen, dann siehst du die nicht. Also das ist wirklich viel wert. Das Game ist sowieso schon relativ, das heißt mal, es hat schon ein paar so Dinge, die so eher an eine Simulation erinnern, insofern, dass es ziemlich realistisch ist, ne? Also Apex Legends oder so, oder Fortnite, ist halt deutlich weniger Realismus als in dem Game. Das Gunplay in dem Game ist halt schon sehr, sehr realistisch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch so schnell wie möglich einen Überblick verschafft, über die, wo die Gegner sind. Ihr spottet die bei dem Game wesentlich schwieriger. Weil es, glaube ich, auch eher in der Realität so, dass man in der Realität, wenn man so im Wald rumläuft, dann würde man wahrscheinlich auch sich wesentlich schwerer tun, Gegner zu spotten, als das beispielsweise jetzt in irgendwelchen Computerspielen der Fall ist. Also ich glaube, dieses Gegner aufklären ist wirklich was man kaum in einem Spiel so richtig realistisch simulieren kann. Und da macht eigentlich PUBG schon einen relativ, relativ guten Job. Ne? Im Vergleich zu, keine Ahnung, World of Warcraft, Fortnite, Apex, ihr wisst, was ich meine. Weil es halt nicht so diesen Comic-Style hat. Also ich meine, abgesehen davon natürlich, wenn ihr jetzt irgendwelche lustigen Comic-Uniformen anzieht, dann mag das anders aussehen. So. Jetzt bin ich unten und die anderen sind potenziell oben. Das finde ich nicht gut. Das ist nämlich etwas, das mir gar nicht gefällt. Sind noch 11 da? Das gibt's doch nicht.
Jammer Pack ist immer gut. Gerade hier. Wenn es Richtung Ende geht, können wir nämlich mal ein bisschen außerhalb der Zone chillen. Das kann sehr viel bringen. Energiegetränk. Da vorne kommt die Crate. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich da jetzt hingehen soll oder nicht. Das ist halt, die ist halt leider. Ich muss eigentlich sowieso in die Richtung. Das ist das, was ich meine. Den haben wir. Einer von den zwei Crate Guys ist erledigt. Wenn der jetzt nicht gecheckt hat, dass ich den Crate Guy gekillt habe, dann habe ich gute Chancen, dass ich da unbescholten an die Crate rankomme. Das wäre natürlich schon gut. Ist aber riskant, was ich jetzt vorhabe. Aber du, das Leben ist voller Risiken. Ich habe heute schon mal eine Schokolade gegessen. Könnte ich theoretisch sofort dran sterben. Herzinfarkt oder wie auch immer. Das geht mir auf jeden Fall. Wieso kann ich das alles nicht mitnehmen? Ich brauche noch Sniper Moon. Bandagen, weg damit. Und das Medkit nehme ich auch noch mit. Ich hasse es, wenn sowas passiert, Leute. Da jetzt. Suppressor. Ich brauche 7,6mm Munition. So, fällt mir das. Okay. Gut. Noch 5 am Leben. Da ist einer drin. Würde ich tippen. Würde ich tippen. Ich tippe, dass da einer drin ist. Also mal Überblick verschaffen hier. Einer von den Non-Bots ist tot. In dem Haus ist einer. Da oben ballert einer auf meine. Von da oben ballert einer auf meinen. Ich weiß, dass der hier drin ist. Und ich weiß auch, dass der andere Typ gerade eben auf mich anlegt von da oben. Wir sollten uns erst um den kümmern. Da oben ist nämlich noch einer. Der hat mir nämlich gerade die Reifen platt geschossen. Genau. Ja, will es wirklich wissen, oder? Der Dude. Also chillen erstmal noch ein bisschen. Wollen wir mit Defensiv spielen hier? Kommt zu mir. Hier wartet eine kleine Grotzer-Überraschung auf euch. Was geht denn da hinten ab? Ist mir egal. Oh, da hoch. Will mal wissen, was der Duderino da macht. Vor allem, wo der ist. Hinter dem Baum, oder? Ist der hinter dem Stein? Der ist doch hinter dem Stein. Zählt mir noch nichts. Ja. Den haben wir. Noch 3 da unten. Geht jetzt das letzte bisschen Party ab. Noch 2. So, jetzt ist Rotzzwerg noch am Start und ich.
Rotzzwerg ist da unten irgendwo. Und ich habe ein Spotterscope. Schauen wir doch mal, wo der Rotzzwerg ist hier. Komm, Rotzzwerg. Erzähl mal, was geht. Ich sehe ihn nicht. Und mein Spotterscope sieht ihn auch nicht. Ist ja auch der mit seinem Ghillie-Suit irgendwo da im Gebüsch. Das ist verwunderlich. Wir chillen jetzt mal. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ist schon ein bisschen nervig, der Dude. Ah, jetzt sehen. Jetzt weiß ich, wo er ist. Komm, Rotzzwerg. Komm raus. Nee. Oh, er war einfach da auf der offenen Fläche gestanden. Und er hatte noch dazu und so. Naja, wenigstens bin ich ein paar Tipps losgeworden, auch wenn ich nicht Erster geworden bin, wegen Rotzzwerg. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt beim Zuschauen und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.